Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sitze ich mal hier am Rechner. Warum? Weil wir schauen uns heute mal an, was passiert eigentlich mit einer Option, die am Verfallstag im Geld ist. Wie wird die ausgeübt? Passiert das automatisch? Wenn nein, was muss man machen? Und all das jetzt hier im Video. Was passiert eigentlich mit einer Option, die am Verfallstag in the money ist? Und jetzt haben wir an dieser Stelle hier diese Frage schon einmal beantwortet, nämlich wenn du eine Option verkauft hast und die ist am Ende in the money, ja, dann wird die ausgeübt. Das heißt also, wenn du einen Short Call hast, der am Ende im Geld ist, dann darf derjenige, der gekauft hat diesen Call, der darf dann das Underlying kaufen. Das heißt, du bist dann Short im Underlying. Dir werden die Shorts eingebucht. Umgekehrt, also die Aktie würde dann beispielsweise jetzt, wenn es eine Aktie war, dann wird die dir Short eingebucht. Umgekehrt, wenn du einen Short Put hast, was darf derjenige machen, der den Put gekauft hat? Genau, der darf verkaufen, also das heißt, du musst kaufen, du bekommst die Aktie long ins Depot eingebucht. Oder wenn es eben jetzt keine Aktie ist, dann halt ein Future oder was auch immer. So, das war die Seite, wenn du Optionen short bist und die sind am Ende in the money. Was ist aber eigentlich umgekehrt, wenn du Optionen gekauft hast? Also das heißt, du hast beispielsweise einen Put gekauft und der ist am Verfallstag dann im Geld. Du weißt, dein Recht ist es, dass du die Optionen dann, oder das Underlying besser gesagt, verkaufen darfst. Du hast einen Long Put, du darfst das Underlying dann verkaufen. Wie passiert das überhaupt? Also wie machst du das überhaupt? Und wir haben uns extra nochmal hier im Vorfeld, eine E-Mail geschrieben, in dem Fall hier mit den Kollegen von CapTrader, und haben nochmal gefragt, wie das bei IB, und so ist es dann eben entsprechend auch bei CapTrader, bei Agora, bei Links, wie das dann in der Praxis ausschaut. Und da ist uns nochmal bestätigt worden, dass die Grundeinstellungen so sind, dass wenn du eine Option long bist, egal ob es jetzt ein Call ist oder ob es ein Put ist, dass diese dann am Verfallstag automatisch ausgeübt wird. Heißt, du hast einen Long Put, die Optionen sind oder die Option ist am Ende des Verfalls oder am Verfallstag im Geld, dann wird die automatisch ausgeübt. Das heißt, du kannst dann die Aktien Long Put, du darfst verkaufen. Ne? Du darfst also dann die Aktien verkaufen und zwar zum Strike. Es wird automatisch gemacht. So, was ist jetzt, wenn du das eher machen willst? Ne? Also beispielsweise, du hast jetzt einen Put gekauft, weil du eben erwartest, dass das Underlying fällt. Jetzt fällt das Underlying auch entsprechend. Du bist mit deinen Put-Optionen gut im Geld. Jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Zum einen könntest du jetzt sagen, okay, ich verkaufe jetzt einfach diesen Put wieder. Der wird ja entsprechend im Wert gestiegen sein. Und dann kassierst du eben die Differenz zwischen deinem Kauf- und Verkaufskurs. Das ist dann dein Gewinn. Es könnte ja aber auch sein, dass du sagst, na, ich möchte meine Option lieber ausüben, weil ich eben jetzt beispielsweise die Aktien habe und ich möchte sie loskriegen. So, und wie machst du das? Ne? Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und da nehme ich dich jetzt mal hiermit auf meine Plattform und zeige dir das mal ganz kurz. So, und dann gehen wir mal hier kurz rüber und wir gucken uns das hier an der Stelle mal an. Ich nehme dich dann auch gleich ein bisschen noch mit näher ran. Und zwar kann man das hier erkennen. Mal gucken, ob ich ja noch mal ein bisschen näher ranstellen kann. Geht das hier? Ne, das geht jetzt hier nicht. Also müssen wir es so machen. Also, pass auf. Und zwar, du siehst hier, wir haben hier zum Beispiel Optionen. Das sind Henkel-Optionen. Und zwar haben wir da einmal hier Puts. Die haben wir Long und einmal haben wir Puts, die haben wir Short. Ne? Also ein klassischer Bear-Put-Spread. So, und wenn du jetzt hier auf diesen Put klickst mit der rechten Maustaste, dann macht sich ja etwas auf und da siehst du hier Optionsausübung. Und jetzt könntest du hier über Exercise gehen. Ne? Kannst du das hier erkennen? Hier, Optionsausführung, Exercise. Und jetzt kannst du eben hier diese Option entsprechend ausüben. Und das geht nur, wenn du Optionen Long hast. Also wenn wir uns das hier unten drunter anschauen, mit diesem Put, den wir hier haben, den wir Short haben, wenn du hier jetzt rechte Maustaste machst, da taucht dieser Punkt überhaupt nicht auf. Das heißt, den gibt es jetzt hier gar nicht, ne? Optionsausübung. Das gibt es nur hier, darüber hier nochmal Optionsausübung und hier entsprechend kannst du das dann tun. So, Bildchen wieder zurück. Und das also der, so kannst du das also machen. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Du klickst einfach die Option an, rechter Mausklick, dann Optionsausübung, dann Exercise und dann wird sie ausgeführt.
Musst du dir auch keine Gedanken machen, muss ich da ein Limit eingeben oder irgendwas? Nein, musst du natürlich nicht. Warum? Wie wird es denn ausgeführt? Natürlich zu dem Strike-Preis, den du hast. Ja, also wenn du jetzt hier zum Beispiel halt einen 110er Strike hast und die Aktien sind eben völlig egal, wo die sind, du wirst für 110 eben dann entsprechend ausgeführt. Das heißt, du könntest jetzt hier in dem Falle für 110 die Aktien verkaufen. Okay? Und wenn du eine Short-Option hast, da gibt es diesen Punkt nicht, weil du kannst halt immer nur ausüben, wenn du selber Besitzer dieser Option bist. Wenn du es nicht machst, also wenn du sagst, ich lasse es bis zum Verfallstag laufen, dann wird es automatisch ausgeübt. Also dann macht das dein Broker für dich, zumindest wenn du da nichts in den Einstellungen verändert hast. Also wer da noch nie was geändert hat, der kann sich sicher sein, dass er das so hat. Und nur wenn du selbst ausüben willst, müsstest du das eben dann im Vorfeld machen. Ne? Okay. Jetzt wisst ihr also, was passiert, wenn man also eine Option im Geld hat, wie man die dann ausübt. Wenn ihr nichts macht, macht es der Broker automatisch. Wenn ihr selber im Vorfeld machen wollt, dann ganz einfach so, wie ich euch das hier gezeigt habe. In diesem Sinne, euch viel Erfolg beim Optionshandel. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.